Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dann et Fee. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Verbuchung vom Wareneinkauf. Sehen wir uns hierzu ein konkretes Beispiel an. Die Firma X kauft Handelswaren von der Firma Y für Euro 1000 zuzüglich 200 Euro Umsatzsteuer auf Ziel. Und damit wir dann in weiterer Folge jetzt uns mit der Verbuchung beschäftigen können, beziehungsweise die Verbuchung durchführen können, müssen wir uns im ersten Schritt überlegen, welche Konten benötigen wir hier im Zusammenhang mit der Verbuchung dieses Geschäftsfalls. Und hierfür ist es unumgänglich, dass wir uns diesen Buchungssatz, beziehungsweise diesen Geschäftsfall etwas genauer anschauen. Schauen wir uns zuerst einmal diesen Geschäftsfall genau an und versuchen zu identifizieren, um was es sich hierbei handelt. Einerseits sehen wir hier einmal, dass es sich um den Kauf von Handelswaren handelt. Das heißt, die Firma X kauft Handelswaren. Das heißt, wir müssen einmal zuerst diese Handelswaren auf irgendeinem Konto verbuchen. Und welches Konto könnten wir hierfür verwenden? Hierfür verwenden wir das Konto Handelswaren Einsatz. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Konto Sie verwenden können, beziehungsweise das noch nicht so auswendig intus haben, dann nehmen Sie einfach Ihren Kontenplan her und versuchen hier, oder gehen einfach jede Klasse durch und versuchen das passende Konto zu finden. Und wenn wir hier durchschauen, ist es auf unserem Kontenplan, den wir hier jetzt für die Lösung dieser Aufgabe verwenden, die Klasse 5 mit der Kontonummer 50 und 10. An dieser Stelle sei vielleicht auch erwähnt, dass es hierbei zu Abweichungen kommen kann, je nachdem, welches Lehrbuch Sie verwenden, beziehungsweise in welchem Land Sie sich gerade befinden. Also es kann hier beispielsweise zu Abweichungen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen. Einerseits in der Kontonummer und andererseits kann es auch zu Abweichungen in der Begrifflichkeit kommen, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Weiters sehen wir dann hier, wenn wir uns diesen Geschäftsfall ansehen, eben auch noch hier, dass wir eine Umsatzsteuer haben in Höhe von 200 Euro. Und welches Konto oder auf welchem Konto verbuchen wir die Umsatzsteuer? Hier haben wir zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Einerseits das Vorsteuerkonto und auf der anderen Seite das Umsatzsteuerkonto. Und hier müssen wir uns eben überlegen, wann kommt welches zur Anwendung. In diesem konkreten Fall handelt es sich um einen Kauf, das heißt, wir kaufen etwas und aus diesem Grund haben wir eben hier die Vorsteuer. Und wenn Sie dann wieder hier einfach im Kontenplan nachschauen, so finden Sie hier im Kontenplan unter der Nummer 2500 eben die Vorsteuer. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein drittes Konto. Und zwar ein Konto, das sich hier mit diesem Passus auf Ziel beschäftigt. Was bedeutet auf Ziel? Auf Ziel bedeutet, dass wir die Rechnung nicht sofort begleichen, sondern dass wir die Rechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Und aus diesem Grund entsteht dann in weiterer Folge eben eine Verbindlichkeit gegenüber der Firma Y. Und dementsprechend brauchen wir auch noch das Konto Verbindlichkeiten. Gegenüber Lieferanten oder häufig auch abgekürzt als LV, also Lieferantenverbindlichkeiten. Und auch hier, wenn wir wieder diesen Kontenplan durchgehen, so finden wir in der Klasse 3, 3300, Lieferverbindlichkeit. So, jetzt wissen wir mal, welche Konten wir überhaupt brauchen für die Verbuchung dieses Geschäftsfalls. Und jetzt gehen wir diese Konten einfach Schritt für Schritt gemeinsam durch. Handelswaren Einsatz, das heißt, wir kaufen Waren. Und dann müssen wir uns mal zuerst überlegen, um welche Art
von Konten handelt es sich bei dem Konto Handelswareneinsatz. Die Klasse 5, hierbei handelt es sich immer um Aufwandskonten. Und was bedeutet das bei Aufwandskonten? Müssen wir dann zuerst noch überprüfen, handelt es sich um eine Vermehrung oder um eine Verminderung. In diesem konkreten Fall kaufen wir Handelswaren. Aus diesem Grund werden unsere Handelswaren mehr. Das heißt, wir sprechen von einer Vermehrung. Und Vermehrungen, wissen wir, werden bei Aufwandskonten immer in Zoll verbucht. Dementsprechend haben wir hier Handelswaren von 1.000 Euro auf der Zollseite, auf dem sogenannten T-Konto einzutragen. Vielleicht ergänzend auch noch hierzu, warum nur 1.000 Euro und beispielsweise nicht 1.200 Euro? Weil die Handelswaren ja lediglich 1.000 Euro wert sind. Also die Vorsteuer ist letztendlich nur eine Steuer, die aber nicht den Wert der Waren erhöht. Ja, somit haben wir das Konto Handelswareneinsatz abgeschlossen. Gehen wir dann weiter zum nächsten Konto, Vorsteuer. Auch hier müssen wir wieder überprüfen, um welche Art Konto es sich handelt. Wir finden die Vorsteuer eben in der Klasse 2. Und Klasse 2 bedeutet, es handelt sich hier um aktive Bestandskonten. Und wiederum müssen wir uns überlegen, wird die Vorsteuer erhöht oder wird diese vermindert? Auch in diesem Fall erhalten wir eine Vermehrung, weshalb dieses eben auch wieder im Soll zu verbuchen ist. Das heißt, auch bei aktiven Bestandskonten wissen wir Vermehrungen im Soll, Verminderungen im Haben. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Konto Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Das finden wir in der Kontoklasse 3. Kontoklasse 3 sind passive Bestandskonten. Und auch hier wieder überprüfen, Verminderung oder Vermehrung. In diesem konkreten Fall handelt es sich auch wieder um eine Vermehrung, weil die Verbindlichkeiten werden höher. Und im Unterschied zu den bisherigen Konten wird hier die Vermehrung bei passiven Bestandskonten jedoch im Haben verbucht. Das heißt, wir haben hier im Haben, Achtung, jetzt welchen Betrag? Genau, in diesem Fall müssen wir 1.000 plus 200 summieren. Das heißt, wir haben hier 1.200 zu verbuchen im Haben bei den Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Warum ist das so? Ja, weil wir dem Lieferanten sowohl die 1.000 Euro als auch die 200 Euro schulden. Nicht nur die 1.000 Euro. Denn immer der Verkäufer ist dafür verantwortlich, dass die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt wird. Und aus diesem Grund müssen wir eben hier bei den Verbindlichkeiten gegenüber den Lieferanten 1.200 verbuchen. Und wenn wir uns dann diesen Buchungssatz nochmal etwas genauer anschauen und aufschreiben, so nehmen wir vielleicht noch eine andere Farbe, dass wir ein bisschen VA reinbekommen, lautet dieser Buchungssatz, also HW-Einsatz, zuzüglich Vorsteuer an Lieferverbindlichkeiten mit 1.000 Euro plus 200 Euro plus 1.200 Euro. Und das wäre dann eben der endgültige Buchungssatz oder korrekte Buchungssatz für die Verbuchung dieses Geschäftsfalls. Vielleicht sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, es handelt sich hierbei jetzt um ein österreichisches Beispiel, wo wir einfach mit 20% Umsatzsteuer gerechnet haben. Wenn Sie sich jetzt in Deutschland oder in der Schweiz befinden, so müssen Sie hier einfach anstelle von den 20% die 19% rechnen in Deutschland oder beispielsweise die 8% in der Schweiz. Und dementsprechend wäre dann eben hier die Verbuchung 1000 plus 190 an 1190 für diesen Geschäftsfall in Deutschland. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns immer einen Daumen hoch oder wenn Sie unseren YouTube-Kanal Business Fragen abonnieren.